Moin Jungs und Mädels, herzlich willkommen zum neuen Motorvlog aus Erfurt. Huhu, Alter, ihr glaubt's gar nicht. Guckt mal, wie die aussieht. Heute ist auf jeden Fall was schon angesagt. Wir fahren jetzt gleich in die Stadt darunter nach Erfurt. Falls euch nicht aufgefallen ist, Alter, wir haben fast Dezember. Und guckt mal hier. Es ist brutal kalt, Alter. Wir klappern ein paar Stationen ab jetzt in Erfurt. Also wir fahren eine schöne Runde durch Erfurt. Und dann haben wir noch ein Endziel am Ende. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht weiter, los geht's. Jungs und Mädels, ich habe mich so warm angekleidet. Also ich habe hier die volle Lederkombi an. Tausende Unterhosen, Pullover, alles drunter. Aber es ist trotzdem kalt. Digga, ich habe gedacht, ein bisschen Leder hält dich ein bisschen vor Wind geschützt. Ein bisschen, ja, aber keine Ahnung. Das ist so atmungsaktiv hier. Da kommt die Kälte überall durch, Mann. Was ich auf jeden Fall merke, der Schnurrbart wird kalt, die Nase wird kalt. Das kann ja lustig werden, aber hier pfeift es ja eh immer. Ich muss erstmal wieder hier reinkommen in die Motorvlog-Geschichte. Wir sind in der letzten Zeit nur noch am Stream. Wir fahren auf jeden Fall jetzt zur ersten Station. Die nennt sich, ja, Autowerkstatt. Ich habe nämlich ein Auto. Schön, gell? Ich heiße Luxusschlöße. Und es ist wieder kaputt, Alter. Ich könnte kotzen. Ich muss jetzt einen Werkstatttermin ausmachen, damit die Karre mich halbwegs über Winter bringt. Weil über den ganzen Winter kann ich nicht mit der Süßen fahren. Heute ist eine Ausnahme für euch. Extra Motorvlog hier. Zum aktuellen Zeitpunkt, Ende November, Digga, live aus Erfurt. Genau, da fahren wir jetzt hin. Ich quatsch mit denen, ich habe denen schon eine E-Mail geschrieben. Ist aber Schnuppe, um den Termin abzumachen, damit diese Karre mir nicht im Winter hochgeht und ich halbwegs über den Winter komme und zur nächsten Saison wieder auf das schöne Bike steigen kann hier. Wer kennt so Jungs und Mädels? Die einzig wahren Motorradfahrer. Bei denen ist es so, dass das Motorrad teurer ist als ihr Auto. Bei wem ist es so? Bei wem, Jungs und Mädels, ist das Motorrad teurer als sein Auto? Nur der kann von sich behaupten, ich bin der einzig wahre Mopedfahrer. So, hier sind wir schon angekommen, aber ich weiß nicht, ob die da sind. Sieht so aus, oder? Warte mal, Alter, ich sehe gar nichts. Ich bin auch so unbeweglich in der Kombi. So, hier ist die Werkstatt. Da fahren wir mal hin. Fahren wir hier rein. Alter Jungs und Mädels, ich sag's euch, wenn du lange kein Motorrad mehr gefahren bist, ist es schon wieder so ein anderes Gefühl hier. Ey, ich weiß, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet und wir waren jetzt nicht mehr so krass aktiv auf YouTube. Das müssen wir mal gucken, Alter, dass vielleicht, wenn das Wetter halbwegs passt, dass wir trotzdem ein paar Vlogs drehen. Nächstes Jahr geht's auf jeden Fall weiter, da erkunden wir Thüringen wieder. Da gehen wir in neue Städte, gucken uns die mal an. Ich denke mal, das war ein ganz cooles Format. Wenn ihr Bock auf irgendein Format habt, schreibt gerne rein. Aber ich habe jetzt hier keinen Bock, so wie manche andere Motovlogger, nur die Weiber anzuquatschen und ja, nö, und ja, die Mädels auszunutzen als Thumbnail, nur um Clickbait zu betreiben. Und ja, da habe ich einfach auch keinen Bock, ne, und so, und nein, Spaß. Es ist, vertritt einfach nicht meine Werte. Ich habe mal jetzt die letzten Tage überlegt, was machst du so, wie geht's weiter mit dem Content. Und da bin ich auf den Schluss gekommen, Digga, ich mache nur das, auf was ich Bock habe, logischerweise, und was halt meine Werte vertritt. Und das und manche andere Content, die manche Jungs und Mädels machen, das vertrete ich einfach nicht und habe ich auch keinen Bock, das zu supporten. Weil irgendwie macht jetzt jeder auch Mochi nach. Klar, ich quatsch auf hier Scheiße und die Späße kommen weiter, macht ja auch Bock, aber ich habe keine Lust, jetzt hier auf Krampf immer zu hier mich zum Affen zu machen. Nur weil es Klicks bringt, weißt du? Es macht ja auch keinen Sinn, wenn du die Scheiße hier nur für Klicks machst, dann ist ja Quatsch. Heute habe ich mir gedacht, heute fahren wir nochmal ein kleines Ründchen, dass wieder ein bisschen aktueller Stoff auf YouTube kommt. Ihr seht, es ist Mittag rum. Die Sonne scheint zwar, aber das trügt, Alter, es ist wirklich mies kalt. Jetzt war ich gerade in der Werkstatt, habe zum Glück einen Termin bekommen. Junge, wieder 800 Euro weg. 800 Euro für diese Mistkarre. Aber naja, was willst du machen? Du musst ja irgendwie auf Arbeit kommen. Und wir sind keine 16 mehr und ziehen hier nicht mehr durch. Ich hab immer noch Sommerreifen drauf, das ist richtig dumm. Also macht das ja nicht nach. Früher auf der 125er Duke, die ich hatte, hatte ich wenigstens Winterreifen drauf. Ihr seht's, oder vielleicht noch nicht mehr, vorhin war Glatteisgefahr. Das ist natürlich richtig schlau von mir, in die Stadt zu fahren, vor allem gleich, wenn da Schienen kommen. Aber egal, alles für euch, alles wie ihr könnt, ne? Jetzt fahren wir zur nächsten Station. Wir fahren jetzt Richtung Domplatz, mal gucken, was da so abgeht. Da war ich auch ewig nicht mehr. Alter, ich war ewig nicht mehr mit dem Moped in der Stadt. Glaubt ihr das, Jungs und Mädels? Ist das schon wieder geil? Aber ich kann hier keine großen Figurchen machen mit der Karre.
wie gesagt, Bereifung ist jetzt nicht gerade das Beste für das Wetter und kein Bock, mich auf die Schnauze zu legen. Obwohl ich jetzt einfach die Kombi anhabe, die hätte ich einfach im Sommer mehr tragen sollen. Also auch Schutzkleidung mäßig, egal, ich brauche ich nicht zu sagen. Aber die Scheiße ist wichtig. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich hier überhaupt eine Kombi habe, vor allem hier mit Knieschleifern. Aber naja, benutze ich ja eh nicht. Ich bin ja so hoch, Junge, da schleift gar nichts mehr. Das Einzige, was schleift, ist mein Schädel, Alter. Ja, was wir auch machen müssen, wir müssen einmal die Karre putzen. Ich wollte eigentlich ein Handtuch mitbringen, damit die Scheiße trocknet. Und was habe ich gemacht, Digga? Ich habe es natürlich vergessen. Jetzt müssen wir uns nachher mit unserem Lederarsch hier auf die nasse Karre setzen, weil bei dem Wetter trocknet hier gar nichts. Und vor mir ist ein Hündchen. Ey, ich habe mal durchgeguckt, Alter. Wir haben so viel Content dieses Jahr gemacht, geisteskrank. Und es geht weiter, Jungs und Mädels, das verspreche ich euch. Wir hören nicht auf. Wir werden immer mal verschiedenen Content machen. Mir egal, ob da viele Klicks kommen oder nicht. Wir machen das, was wir fühlen. Und es sind auch schon wieder ein, zwei neue Projekte geplant. Mal gucken, wann das dann alles online kommt. Wird auf jeden Fall mies geil. Aber naja, was gibt's Neues? Wir sind die letzten Tage, haben wir uns verkrochen wegen dem kalten Wetter natürlich. Und die letzten Tage hat es ja nur geschifft hier. Rein in die Bude und zocken halt jetzt ein bisschen wieder wie mit 14 Jahren. Sind wir hier nur am Suchten. Alter, ist das komisch hier wieder zu quasseln, ey, hier blöd vor sich her zu quasseln und alle klötzen einen doof an, naja. Und haben wir in den letzten zwei Wochen, glaube ich, über 90 Stunden gestreamt, Alter. Wir haben so krass durchgezogen. Einmal haben wir 18 Stunden Stream gemacht auf Twitch, sind wir da unterwegs. Und es kommen immer mehr Leute dazu, viele aus der Motorrad-Community. Jetzt muss ich mal gucken, sperren die hier schon ab oder was? Ach, es geht schon los mit dem Weihnachtsmarkt. Ne, ab 28.11. Was haben wir denn heute? Ne, wir haben noch nicht den 28. Ey, was ist das für ein blödes Aufwärts, bei dem Wetter Motorrad und hat eine Kamera und quatscht. Na gut, das ist Quatsch, das sieht natürlich ja keiner, ne? Junge, Junge, ey, das sind so richtig Oldschool-Vibes hier. Von den alten Motovlogs von diesem Jahr. Ja, war schon krass, Alter, was dieses Jahr alles so passiert ist, wie wir angefangen haben, wie ein bisschen was auf YouTube hochgekommen ist. Und das war jetzt das erste Jahr, Alter. Ich bin mal gespannt. Jedes Jahr wird es ja immer verrückter. Ich sag's euch, umso älter ihr werdet, Jungs und Mädels, jedes Jahr wird noch beschissener. Du denkst, das Jahr kann keiner mal übertoppen. Ich schwör's euch, ab 20 Jahre, jedes Jahr, was neu dazu kommt, es wird immer verrückter, immer beschrubbter. Bei wem ist es auch so, könnt gerne mal reinschreiben. Die Höhen und Tiefen im Leben werden immer brutaler, wobei die Höhen immer mal ein bisschen abflachen. Außer wenn man halt ein bisschen Moped fährt, da geht's einem wieder gut, ne? Gut! Da geht's einem wieder gut wie Gudrun! Oh, Alter! Fuck, da war jetzt eine schöne Kerbe im Holz, im Asphalt. Na, Junge, ich muss so aufpassen, dass die Karre, die schwingt hier hin und her. Mir ist zwar ein bisschen warm, aber ich muss hier trotzdem. Alter, hier sind wir überall die Mädels, hä? Junge, Junge, ich hab einfach jetzt aufpassen, nicht auf die Fresse legen. Oh Gott! Ja, das Digga, die Schienen hier, das ist immer so, naja, spielen wir in Feuer. Digga, der Spiegel, der macht's ja auch nicht mehr, hä? Was ist denn hier mit dem Spiegel los? Digga, die Karre will auch nicht mehr. Die hat keinen Bock mehr, ja, du, Vollfesten. Mal sehen, ob der Weihnachtsmarkt schon aufgebaut ist, bin ich mal gespannt. Alter, geht's wieder los. Wer ist überhaupt in Weihnachtsstimmung? Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, sag ich euch ehrlich, so wie es ist, ne? Es ist einfach, Die zwei Wochen Sommer, das kannst du dir wirklich im Bob schieben. Das hat dir gar nichts gebracht. Ich warte immer noch auf den Sommer. Ich glaube, da kann ich lange warten. Jetzt rennen sie wieder alle auf den Weihnachtsmarkt und besaufen sich mit Glühwein. Junge, wenn du vom Glühwein kotzt, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was geht. Ich habe mich mal vom Portwein übersoffen. Das war auch ranzig. Da kriegst du übelste Kopfschmerzen von diesem Zuckergesöff. Oh, es geht, glaube ich, schon los hier. Erfurt City, Alter, der Weihnachtsmarkt. Oh Junge, es sind so viele Menschen hier. Ach du, die Fahrradfahrerin. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier schon wieder los? Digga, Weihnachten, hier ist einfach Weihnachtsmarkt. Und ich fahre hier mit dem Motorrad lang. Oh, es ist unangenehm, Mann. Aber immer Gas geben. Wenn ich mich jetzt auf die Fresse maule, dann war's das. Oh, guck mal hier. Der Weihnachtsmarkt wird aufgebaut. Wahnsinn. Ich habe letztens erst ein Reel hochgeladen, wie ich hier lang gefahren bin. Aber überall die Omis, Junge, hier schön auf dem Markt hier, ein paar Bämmhühn, Brokkoli. Ach, Digga, laber nicht so viel Scheiße. So, jetzt fahren wir mal schon wieder. Digga, überall, es ist überall das Gleiche hier. Gucken, dass hier keine Straßenbahn kommt.
Ist das dumm, Junge? Oh, Kopfsteinpflaster ist nicht so geil. Komm. Na, komm. Na, los, komm. Ich schiebe. Wuhu. Ja, das ist doch dumm. Das ist schon geil irgendwie, ne? Schreibt mal rein, geht ihr auf den Weihnachtsmarkt? Ich weiß nicht. Das Ding haben sie auch neu hingezimmert. Ey, ich muss mich so konzentrieren hier. Ich blink die ganze Zeit, ich Idiot. Ich vergesse es immer zu. Ich bin so dumm, Junge. Immer zu vergesse ich diese Scheißblinker. Drück tausendmal drauf. Das ist natürlich jetzt richtig gefährlich hier mit dem Kopfsteinpflaster und den Schienen. Das gefällt mir jetzt hier gar nicht so dolle. Jetzt fahren wir gleich auf Juri. Ja gut, einen Domplatz kennt er ja schon aus den alten Videos, gell. Ist halt immer nichts Neues, wenn man einfach Motovlogs macht. Die anderen haben alle ihre Karren schon weggestellt. Ich, ja, keine Ahnung. Schreibt mal rein, habt ihr eure Mopeds eigentlich schon weggestellt oder seid ihr noch so beschrubbt und fahrt wie ich hier bei minus 2 Grad? Kommt jetzt die Straßenbahn? Nee, gell? Oh, oh, oh. Was ist denn hier? Hier ist doch überhaupt keiner. Hallo, bitte? Ach doch. Ah, hat schöne BEM gekauft. Hier ist eigentlich immer so eine geile Gasse, hier kann man eigentlich immer laut aufdrehen. Ah, schön, dass der einzige Spiegel, den ich habe, hier nicht richtig funktioniert. Kann ich nie gucken, ob einer hinter mir ist. Alter, geil, Junge. Das Moped-Fahren macht schon wieder so Bock. Obwohl ich euch ehrlich sagen muss, Stadtfahren, naja. Kann man mal machen wie jetzt, aber wenn man es so macht, ist glaube ich auch brutal gammelig. Ja, Kapitän. So eine Seefahrt, die ist wunderschön. Junge. Was ist denn hier los? Warum hält denn der Scheiß hier eigentlich nicht? Tschalala. Tschalala. Rot-Weiß. Junge, ich war so lange nicht mehr beim Fußball. Ist eigentlich auch mal cool, Fußball, zum Fußballspiel zu gehen. Das war übel krasse Stimmung im Stadion. Oh, da hinten steht schon wieder die Polizei. Übrigens, die Polizei, die muss hier stehen, ne? Immer zu, weil hier diese, nicht Moschee, sondern, wie nennt man das im Judentum? Synagoge, ist es richtig? Ich hoffe ja. Weil die ja mal angegriffen worden. Alter, da vorne ist die Police. Oh nee! Oh nee! Ich fahr mal lieber nach links. Was ist hier los? Oh, Dicky! Haha. Was machen die hier? Chili Mini, Alter, neues Thumbnail oder was? Stimmt! Ich miese Sau. Ich könnte das eigentlich wieder als Thumbnail benutzen, damit das der absolute miese Drecks-Clickbait passiert. Junge, Alter, oh Gott, was ist hier los? Was ist hier los? Na komm, ich strenge mich mal mit hier rein. Du musst ja nur ein bisschen Gas geben. Herrlich, das ist das Schöne am Mopedfahren. Man kann es überall reinwurschteln. So, jetzt raus hier, Schulterblick. Oh, bitte. Bitte werde nicht rot. Geil, Junge, bei 0 Grad hier am Mopedfahren. Ja, hey. Schön auf Juri rumheizen, Alter. Ich müsste eigentlich mal wieder ein paar Bilder machen, aber ich bin immer zu faul, Junge. Vor allem hier in der... Wer kennt's, Alter, der vom Moped Bilder macht, irgendwann sind die ganzen Spots in der Stadt auch abgefrühstückt. Oder? Interessiert einen selber nicht mehr und den Leuten auch nicht mehr, wenn du immer zu nur so ein Bild von deinem Moped hochlädst. Nö, schön, ja. Red nicht so behindert. Geil. Oh, jetzt wird's auch ein bisschen frischer, wenn man ein bisschen Gas gibt. Ah, ja. Hier ist Radisson, Alter. Komm, wir buchen uns da oben so eine Suite und machen eine fette Party. Das müssen wir wirklich mal machen. Das wäre geil. Wir fahren jetzt erstmal Thüringpark, weil da muss ich wieder Gelder umbuchen, Junge, weil der Monat wieder so dreckig war. Es liegt ja alles nur noch am Geld hier, oder? Es geht ein aufs Schwein. Jeder will immer zu Geld von dir und dann hast du immer nichts. Oh, Junge, Alter, gib mir mal einen richtigen Hieb vom Diesel! Das muffert hier, der Kahn vor mir. Boah! Riecht ein bisschen nach Zimt. Gleich fall ich einfach vom Moped. Völlig vergast hier. Boah, Digga. Kann nicht wahr sein, Junge. Du musst auf Ökostrom fahren. Bald fahren wir alle E-Mopeds. Ey, stimmt, Jungs und Mädels. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, diese
Elektromopeds, die Elektromotorräder setzen sich durch, und wenn ja, wer würde so ein Moped fahren? Was haltet ihr von Elektromotorrädern? Das ist mehr, die gehen anscheinend ja übel ab, ne? Aber hört sich natürlich an wie Forts. Ne, selbst Forts hört sich besser an. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst! Komm hier eben ab. Oh, was bremst du so, Junge? Das ist eigentlich immer die perfekte Gegend, wo du mal kurz den Huckel mitnehmen kannst und ein bisschen fliegst. Aber weil miese Rentnerschweine mir wieder vor der Fresse rumfahren. Ah, Junge. Also Erfurt ist so, es tut mir so leid, ne? Es ist ja wirklich, es ist ja nicht böse gemeint mit den Rentnern, aber es ist ja wirklich eine Überwucherung in dieser Stadt von alten Menschen. Was ist mit uns Jungs und Mädels? Wir müssen ja mehr poppen. Wir müssen ja mehr die Flinte in die Pfote nehmen. Kimme und Korn zielen und los geht's. Alle poppen rum, aber keiner macht mehr Kinder hier oder was? Was ist denn hier los? Da kann sich auch keiner mehr leisten, gell? Wir brauchen ein bisschen mehr Motorradjugend hier, ein bisschen mehr Jugend auf der Straße. Wir werden immer älter hier. Irgendwie sind nur noch alte Menschen. Na gut, es kann auch sein. Okay, das macht auch Sinn. Man sieht ja nur alte Menschen hier. Oder der Großteil. Weil ja die normalen, sag ich mittel, die normalen Leute alle arbeiten gehen. Deswegen sieht man auch keinen. Das denke ich mir nämlich eher. Ja, glaubt ihr, ihr werdet irgendwann auch so, wenn ihr alt seid, so auf, ja, mit dem Bus zum hier Markt fahren oder sowas und ihr frühst hier da frisches Obst und Fleisch und sonst was holen? Alter, auf der Schule war ich mal, warum steht denn da jetzt die Police drin? Haben sich wahrscheinlich wieder geklappt, die Assis. oder irgendein Drogendealer, keine Ahnung, was weiß ich. Junge, muss die Polizei wieder zur Schule fahren. Na toll. Die hat da nichts Besseres zu tun, ne? Als immer in diese Berufsschule zu fahren, in die Berufsschulen zu fahren. Aber ich schwör's euch, Berufsschulen sind irgendwie so asozial. Keine Ahnung. Ist es bei euch auch so, dass eine Berufsschule übel assi ist? Aber was ist denn hier los, Alter? Was sind denn hier für Pischen? Junge. Dieser Content ist nicht für unter 18-Jährige gedacht. Oh hier, Alter, da sieht man einen Halbmond. Digga, ist es nicht ein bisschen kalt am Arsch? Ach, die Schleichen. Drogenapolle, gib Gas, Junge. dieser Motorvlog ist wieder so passiv, aggressiv, provokant. Hate-Kommentare incoming. Schön, ne? Ihr müsst es selber machen, mal Motorvloggen. Da wisst ihr nicht mehr, über was ihr reden sollt. Ihr müsst einfach geisteskranken Bullshit labern, sonst guckt sich das keiner an. Ich weiß auch gar nicht, bei wie vielen Minuten wir schon sehen. Ich muss mal gucken, dass ich wieder so viel zusammenschnippel, weil jetzt 20 Minuten guckt sich das kein Vollhorst an, Junge. Bei unserer Jugend, keiner kann mehr hier irgendwie 5 Minuten Videos gucken. Fuck. Oh, jetzt bin ich fast auf die Fresse geflogen. Na komm. Was gucken die so? Oh, das ist unangenehm. Ja, Digga, Vogel hat eine Kamera auf der Fresse und filmt hier mich. Dann hat Schatz aufs Maul gelegt. Hände aus den Taschen. Junge, der hat doch Hochwasser. Ist nicht ein bisschen kalt an Knöchel. Zieh dir ein paar ordentliche Strümpfe an. Jetzt kriegst du eine auf den Arsch. Da holst du noch einen Tod. Jetzt von der Oma gleich einen absoluten Karnickel-Fackschlag, Junge. Aber es ist wirklich krass, Junge. Diese Drecks hier, Bodenwellen und Spuren. Das ist natürlich jetzt nicht so geil bei dem Wetter. Bei dem Wetter hier. 1, 2, 3, los! Oh, Danny? Digga, das ist auch so typisch Deutschland. Digga, die Straßen sind rum. Yeah? Hier war vorher 60. Was macht Deutschland? Die Straßen sind rum, Digga. Ich hab keinen Bock zu reparieren. Deswegen setze ich einfach Geschwindigkeit um 20 km/h nach unten. Alles klar, Digga. Geil. Anstatt ihr das Geld bitte in die Hand nehmt und diese Straßen repariert und nicht diese Geschwindigkeit auf 40 senkt. Vorübergehend ja, aber nicht bitte nicht für immer. Oh, Junge, Großeinsatz. Jetzt geht's ja ab, Junge. Fast and the Furious. Ja, geil. Oder ich mach das als Thumbnail. Vielleicht kommt das auch gut an. Digga, dieses Scheiß.
dieses dreckige Influencer-Leben, Alter. Ja, jetzt wird es langsam kalt, Jungs und Mädels. Ich sag's euch so, wie es ist. Sagen auch mal viele Streamer, ne? Ich sag's euch so, wie es ist. Digga, ich wusste gar nicht, apropos Streaming, ihr kennt ja bestimmt diese Honeypoo. Junge, die ist schon, das ist schon eine Granate, gell? Aber ich wusste nicht, dass die 23 ist. Lul. Ich hab gedacht, die wäre jünger, älter. Ah, das täuscht bei Mädels immer, ne? Mädels sehen irgendwie immer ein bisschen erwachsener aus, finde ich. Ja, in Erfurt ist irgendwie wieder übelster Ausnahmezustand. Hier haben sie wieder irgendwelche Drohungen anscheinend laufen. Deswegen ist auch so viel Polizei unterwegs. Hab ich gerade gehört. Ah ja. Verrückte Welt, Alter. Du kannst dich wirklich nur noch einschließen hier. Alter, noch ein Verrückter hier. Ist hier mit dem Pizzalieferant wahrscheinlich, ja, mit dem Roller. Ja. Das ist ja auch so ein Drecksjob, oder? Pizzalieferant. Da kann ich auch noch einen Hut davon ziehen. Hier, guck mal, bei dem Ford EcoSport. Das ist, glaube ich, das einzige Auto, was ich kenne, wo die Tür nicht nach oben aufgeht, sondern wie so eine Haustür. Deswegen ist da rechts so ein Griff. Seht ihr das? Rechts ist da so ein Griff, ist der Scheinwerfer ein bisschen anders. Und da kannst du die Tür so oft aufklappen, ne? Als alter Auto-Experte hier. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr euch für Motovlogs oder so wünscht. Ich habe mir überlegt, eigentlich bräuchte man immer irgendwie ein Thema. Aber mir fällt tatsächlich überhaupt kein Thema ein. Aber so wie das aussieht, Junge, wenn es jetzt anfängt zu regnen, dann schneit es, glaube ich. Weil es ist wirklich, es ist unter 0 Grad. So eine dumme Idee, hier rumzufahren. Ach, was ist hier los, Mensch? Mensch, bitte fahren Sie zu. Also hätte ich die Lederkombi heute nicht angehabt, da wäre ich gebumst gewesen. Obwohl es jetzt auch langsam durchzieht, die Kälte. Aber was soll's. Ich denke auch, Alter, was ist das für eine bestrumpfte Sau, Junge, fährt bei der Kälte mit dem Motorrad rum. Voll eingepackt. Ist das geil. Eigentlich müsste ich mich da in die Wanne legen. Ah, da penne ich weg. Seid ihr auch so, wenn ich mich in die Wanne lege, ich halte es nicht lange aus. Ich kann da 5 Minuten drinnen bleiben, dann penne ich weg. Manche chillen ja in der Badewanne eine Stunde, könnte ich nicht. Und wenn ich dann aufstehe, bin ich so gerädert, dass ich überhaupt keine Kraft mehr in den Muskeln habe. Das ist immer, muss ich mich eigentlich mit so einem Kran da rausziehen, wenn ich länger als 10 Minuten in der Wanne liege. Aber es wäre geil. Vielleicht mache ich das dann. Vielleicht lege ich mich dann einfach in die Wanne. Aber da, na gut, kostet ja auch wieder alles viel Geld. Boah, was wird's denn hier? Junge, ich kann gar nicht mehr bremsen hier, weil meine Finger so durch sind, wie ein Eiszapfen. So, Motorradfahrer parken hier. Oh, schnell Motorrad aus. Dass die Leute nicht denken, was ist das für ein Bekloppter, ey. Ach man. So, meine Lieben, es war schön in der Sparkasse drin, Junge. Ich war so ein Oldschool-Allmann, Junge. Ich hatte einfach noch ein Sparbuch. Na, pass auf. Und jetzt haben sie das alles online umgestellt. War da mal Zeit, Junge. Keiner benutzt mehr ein Sparbuch. Außer ich, Junge. Kein Wunder, warum das mit den Finanzen nicht läuft. Und naja, wenigstens ein bisschen aufgewärmt da drinnen. So, jetzt geht's gleich zur Tanke. Dann mache ich gleich einen Aufwasch. Warte mal, ich lasse den erstmal durch hier. Nicht, dass er mich noch mitnimmt. Wird nochmal abgekerschert. In der Zeit gehe ich rein, hören wir noch was für einen Stream nachher. Und nö, so soll es sein. Junge, hier gutes altes Meckes. Junge, ich weiß gar nicht, was ich zum letzten Mal bei McDonald's war. Das ist schon sau lange her. Das Ding ist, McDonald's schmeckt immer so gut, aber danach, Junge, da kannst du mich nur noch auf den Topf setzen. Boah, hier stinkt's, Junge. Hier stinkt so nach Kloake. Ekelhaft. So, jetzt wird die Karre abgekerschert. Jawohl. Jawohl, Junge. So. Läuft, hä? Ah, ich glaube, hier kannst du wieder keine 50 Cent reinmachen. Scheiße, jetzt muss ich mit 2 Euro das komplette Ding abkerschern. Da muss ich jetzt fix sein. Hier gibt es ja keine Schaumbürste. Der Sekt, doch Schmutz lösen hier. So, jetzt muss ich mich auch beeilen, du. Ach, Mann. Ach, Digga, was ist denn hier los, Mann? Diesen Lederkombi ist immer alles so eng. Na, wo ist der Coin? Wo ist die Münze? Scheiße, das war die falsche. Oh, Mann. Hä? Hast du das jetzt verloren? Nee. Hier ist es. Ich habe nicht vorher noch Geld gefunden in der Lederkombi. Das war wahrscheinlich noch, wo wir im Kyffhäuser waren. Ist immer geil, wenn man Geld findet, hä? In seinen alten Jacken, die man eigentlich nicht getragen hat. So, jetzt aber voll lässt.
So, ganz schnell hier ab. Abkärcher mit Insekten, Dreck. Na, komm mit, Junge. Genau, los. Komm runter hier. Mit dem Gelumpe. Digga, was ist mit dem Spiegel los? Der Spiegel. Guck dich mal den Spiegel an. Oh nee. So, meine lieben Freunde. Karre ist geputzt. Eingekauft ist es wieder. Für brutal teure Preise an der Tankstelle. Egal, ich bin jetzt gewappnet für den Stream. Wer Bock hat, kann mal auf Twitch vorbeischauen. Ich bin da immer mal online jetzt zur Wintersaison. Ein bisschen quatschen, ein bisschen Games zocken und so weiter und so fort. Und dann sind wir am Ende angekommen. Für mich geht es jetzt nur noch heim. Es ist kalt, ich bin durch, Junge. Aber die Karre ist geputzt. Wir haben einen geilen Motorvlog abgedreht, waren ein bisschen in der City unterwegs, haben geguckt, was ging. Und in den nächsten Videos werden wir auf jeden Fall mal wieder eine geile Bude testen. Ich bin schon mit in der Rücksprache mit einem geilen Typen aus der Community, von dem wir das Bike mal wieder testen können. Oh, geil, Junge. Oh, die Süße, es hört sich schon gut an. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Motovlogs, auf die nächsten Videos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt auf Abonnieren bitte. Das würde mich riesig freuen. Und ihr seid dann im nächsten Video live dabei, wenn wir wieder eine geile Karre testen. In dem Sinne, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Und ride safe, hab euch lieb. Tschüssi.